Ich werde vielleicht ein bisschen mehr über Geld reden als die anderen, das werden Sie verstehen, das liegt in der Natur der Sache. Meine Lehrer haben mich früher immer für was ganz furchtbar gehasst, weil ich alle Fragen, die mir gestellt wurden, oder Aufgaben frei interpretiert habe, wenn sie mir nicht gefallen haben. Ich habe das heute Abend auch mal gemacht, weil die Frage ist ja, welche Rolle spielt Geld für ein gutes Leben? Und ich habe mich gefragt, ist es eigentlich so, dass Geld unsere Vorstellung von einem guten Leben beeinflusst? Das heißt, wie so eine Heisenbergsche Unschärferelation quasi Einfluss darauf nimmt, was wir uns eigentlich in einem schönen Leben vorstellen. Bevor man die Frage nach der Rolle des Geldes für ein gutes Leben beantworten kann, und die Frage ist, kann man das überhaupt, muss man zunächst die Frage beantworten, was ein gutes Leben ist. Jedem von uns wird hierzu eine individuelle Antwort einfallen, die von Sozialisation und eigener Lebenssituation geprägt sein wird. Für den einen kann dies ein Leben in materiellem Wohlstand sein und an dem ist auch nichts auszusetzen. Andere schätzen Geld als Medium, um anderen Menschen zu helfen, ihnen Freude zu bereiten. Für wieder andere bedeutet Geld frei und ungezwungen, über ihre Geschicke bestimmen zu können. Hier kommt übrigens unserem Gastgeber eine ganz große Rolle zu, Menschen darauf zurückzuwerfen, sich überhaupt mal Gedanken über Geld zu machen. Ich weiß nicht mehr, ich habe einmal mit Herrn Schürmann und auch mit dem Kollegen von der GLS Bank auf dem Podium gesessen und da wurde mir erzählt, dass die Leute unheimlich hadern mit diesen Kontoeröffnungsanträgen, wo man ankreuzen muss, was man will. Leider haben sie eine Spalte Sonstiges, die offensichtlich 70% der Leute ankreuzen. Aber mir wurde auch berichtet, und es kann Ihr Kollege gewesen sein oder irgendjemand anders, dass Leute im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, also 50 plus, ne, die auch schon einen gewissen Wohlstand erreicht haben, sich zum ersten Mal in ihrem Leben abends mit ihren Freunden treffen, am Tisch sitzen und sich Gedanken darüber machen, was Geld für sie bedeutet. Man hat vorher geredet über Autos, Urlaubsreisen, welches Haus man kauft. Aber was Geld für sie bedeutet, es ist nie diskutiert worden. Und da finde ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Rolle, die eigentlich viel zu wenig erwähnt wird, die Sie und Ihre Kollegen einnehmen. Ich finde das extrem wichtig. Hier also zunächst meine persönliche Sicht dessen, was ein gutes Leben ausmacht. Das Alter, so geht's besser. Es gibt ein interessantes Talkshow-Format im österreichischen Fernsehen, indem der Kabarettist Roland Düringer verschiedenen Prominenten immer dieselben Fragen stellt. Unter anderem die nach dem, was ein gutes Leben bedeutet und wie man sich eine gültige Stimme verschafft. So heißt auch die Sendung. Neben der Abwesenheit von Krankheit und Armut, für beides ist Geld ein nicht unwesentlicher Faktor, scheint mir die Möglichkeit, frei über sein Leben zu bestimmen, ein wichtiger Faktor zu sein. Wir sind hier nah bei Dostojewski, der sagte, Geld sei geprägte Freiheit. Eine gültige Stimme zu haben, sich Gehör verschaffen zu können, ist sicherlich auch elementar für ein gutes Leben. Auch hier hilft sicherlich Geld, wenngleich es nicht die einzige Voraussetzung ist, sondern man sollte auch etwas zu sagen haben. Was für mich noch persönlich wichtig wäre, wäre, dass ich versuche, mein Leben durchzukriegen, ohne andere Menschen physisch oder psychisch zu verletzen. Ich glaube, das ist sehr schwierig, aber zumindest kann man da Schadensbegrenzung betreiben. An den Universitäten wird uns beigebracht, dass Geld dazu taugt, Werte aufzubewahren, den Tausch von Waren zu erleichtern und vieles mehr. Worüber aber nicht gesprochen wird, ist die verhängnisvolle Wechselwirkung zwischen dem Geld und der menschlichen Psyche, seine Funktion als Fetisch. Wir tun so, als könnten wir frei entscheiden, was ein gutes Leben ist. Aber ist es nicht eher so, dass erst die Existenz des Geldes materiellen Wohlstand in die Gleichung einführt und damit sozusagen die spirituelle Reinheit der Vorstellung eines guten Lebens verschmutzt? Das wäre, was der Volksmund sagt. Geld verdirbt den Charakter. Aber kann es nicht auch sein, dass es andersherum ist? Wussten Sie, dass Probanden, die vor einem Bildschirmschoner sitzen, der Geldscheine zeigt, eine größere Distanz zu den anderen im Raum anwesenden Personen suchen? Schon der Anblick eines Geldstapels hat in Laborexperimenten den Effekt, dass Menschen schneller mogeln. Aber am faszinierendsten finde ich eine Studie aus Polen. Die zu untersuchende Frage ist im Kern jene, mit der wir uns hier beschäftigen. Werden durch die Einführung von Geld Verhaltensänderungen bei Menschen ausgelöst, weil man auf die Funktion des Geldes kapriziert, sich Wünsche erfüllen zu können? Oder projizieren wir Dinge in das Geld hinein, die nichts mit seinen ursprünglichen Funktionen als Tausch- und Wertaufbewahrungsmittel zu tun haben? Anders ausgedrückt, kann es sein, dass die Anwesenheit von Geld unsere Vorstellung dessen, was gutes Leben ist, beeinflusst? Entscheiden wir frei darüber, was ein gutes Leben ist? Die polnischen Forscher haben Gruppenexperimente an Kindern im Alter zwischen 3 und 6 Jahren durchgeführt, denn erst ab circa dem 7. Lebensjahr verstehen Kinder die Idee des Geldes, den Wert einer Banknote. Man ließ eine Testgruppe Münzen sortieren, eine andere Knöpfe.
konnten. Bei anschließenden Konzentrations- und Geschicklichkeitsübungen zeigte sich, dass die Kinder, die vorher Münzen sortiert haben, ausdauernder waren und nicht so schnell aufgaben. Daraus leitete man zunächst Regel 1 ab. Wer an Geld denkt, strengt sich mehr an. Jetzt wird's gruselig. Bittet man Kinder, die Münzen sortiert haben, anderen Kindern zu helfen, so sind sie weniger hilfsbereit als die Kinder, die nur Knöpfe sortiert haben. Ohne jetzt weiter in Details gehen zu wollen, hat man in weiteren Experimenten beweisen können, dass es nicht die Idee vom Wert des Geldes ist, das dieses Verhalten erzeugt, sondern das Geld an sich. Aber warum ist das so? Offenbar löst der Anblick des Geldes ein bestimmtes soziales Rollenverhalten aus. Einfach ausgedrückt hat der Mensch immer die Möglichkeit, zwischen zwei Rollenmodellen zu wählen. Ein wettbewerbliches, bei dem Leistung gegen Leistung getauscht wird, und ein soziales, bei dem man einander beisteht und sich hilft. Es scheint so zu sein, dass der Anblick von Geld die Entscheidung für die wettbewerbliche Variante präjudiziert. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel hat das mal so formuliert: Wir müssen uns fragen, wo Märkte hingehören und wo nicht. Dazu gehört, die Frage zu erörtern, was der Sinn und der Unsinn materieller Güter ist und welche Werte sie beherrschen sollen. Man könnte also provokant formulieren, dass die Existenz von Geld das Führen eines guten Lebens erschwert, ja gar unmöglich macht. Was aber, wenn Dostojewski doch recht hat und Geld geprägte Freiheit ist, dann bedeutet die Abwesenheit von Geld Unfreiheit. Nur die Existenz von Geld ermöglicht demnach ein aufgeklärtes, nicht fremdbestimmtes Leben. Ein Argument, das unbedingt zur Bejahung eines bedingungslosen Grundeinkommens führen muss. Zum Abschluss noch eine Anekdote. Während der Conquista, der Eroberung Südamerikas durch die Spanier, fragte irgendwann Montezuma, der Aztekenkönig, für den Gold keinen materiellen Wert hatte. Die Azteken haben das nur auf ihre Staaten drauf gedengelt, aber es war hatte keinen materiellen Wert. Fragt Hernando Cortés, den spanischen Conquistador, warum er sich so sehr für dieses gelbe Metall interessiere. Cortés antwortete, dass die Spanier an einer Herzkrankheit litten, die nur mit Gold zu kurieren sei. Mir scheint es eher so zu sein, dass Geld krank macht, statt zu heilen. Das war's von meiner Seite. Danke.